Es gab schon ganz lange kein Let's Play Quiz Duell Video mehr und das liegt ein bisschen daran, dass ich ziemlich viel zu tun hatte, zum Beispiel eine Radiosendung moderieren jeden Nachmittag. Warum kann man das eigentlich nicht gleichzeitig machen? Und genau das tun wir jetzt mal. Also jetzt starte ich, ich muss gestehen, seit ziemlich langer Zeit zum ersten Mal wieder meine Quiz Duell App. Das ist jetzt komisch. Mir schreiben alle Leute, ich habe über 100 offene Spieleanfragen, aber die zeigt es mir jetzt hier gerade gar nicht an. Na gut. Dann spielen wir einfach wieder gegen beliebige Spieler und wir starten jetzt. Zu welcher Pflanzenfamilie gehört die rote Beete? Wolfrübengewächse, Kartoffelgewächse, Fuchsschwanzgewächse oder Beerenkrautgewächse? Rote Beete. Ist schon so ein bisschen rübenmäßig, oder? Wolfrüben vielleicht? Wir probieren mal das. Falsch. Fuchsschwanzgewächse. Nicht gedacht. Ich muss immer zwischendrin ein bisschen gucken, wann ich wieder moderieren muss, aber kriege ich schon hin, ne? Super. Körper und Geist. Was verschlechtert die Eisenaufnahme im Körper? C-Vitamine, Kaffee, Orangensaft oder Wein? Eisenaufnahme. Eisen, Kaffee oder Orangensaft? Oder vielleicht Vitamin C sogar? Ich tippe mal auf Kaffee, weil den trinke ich nicht. Sehr schön, also habe ich kein Problem mit meiner Eisenaufnahme. Mimi76. Wer oder was ist ein Wombat? Eine fleischfressende Pflanze, ein Zierfisch, eine Giftschlange in Australien oder ein Beuteltier? Ein Wombat ist ein Beuteltier. Und den schauen wir uns jetzt mal an, oder? Oh, süß! Ich schicke jetzt erstmal noch ein paar beliebige Spieleanfragen raus, weil ich muss nämlich in 20 Sekunden moderieren. Moment. Oh, hoppla. 16, 15, 14. So. Gleich wieder da. Nach 6, schönen Donnerstag, hier ist Energy und fast 2,3 Milliarden Klicks hat das meistgeklickte Video aller Zeiten auf YouTube. Es ist Gangnam Style und das letzte Video, was ich hochgeladen habe, war das von der Sonnenfinsternis und das hat 67 Klicks, auch schön. So, schon wieder draußen im Grünen, ja komm, mach mal, das mag ich, kann ich zumindest besser als die anderen. Ah, na toll, was ist ein Schwarzkappen-Schnäpper-Tyrann? Ein Zwergaffe, ein Vogel, ein Korallenfisch oder eine Katze? Schnäppertyrann. Schwarzkappen, Schnäppertyrann. Da würde ich fast einen Korallenfisch tippen. Nee, ist ein Vogel. Ja, komm nur rein! Dankeschön. Guck mal bei dir eins zu eins rüber. Ach, scheiße, jetzt ist die Zeit abgelaufen, verdammt. Mit welcher deutschen Stadt ging Bethlehem 1996 eine Städtepartnerschaft ein? Altötting, Trier, München oder Köln? Bethlehem. Oh, hoppla, ich habe noch 15 Sekunden. Altötting, falsch, Köln, okay. Moment, gleich wieder da. Neue Hits immer zuerst bei Energy. So, weiter geht's. Welches Land hat die meisten Einwohner der Erde? Russland, USA, Japan oder China? Das ist doch bestimmt China, oder? Wer prägte das Zitat, ich bin schwul und das ist auch gut so? Das war... verdammt, gleich gehen die Nachrichten los. Das war. Wo war er halt? Ja, zum Glück. Oh Gott. Geht's weiter mit Energy Interaktiv. Verkehr. Hallo Autofahrer, 6:58 auf der A6 Heilbronn Richtung Nürnberg. Dankeschön und gute Fahrt. Wetter. Ein trüber, grauer Tag geht zu Ende. Die Tiefstwerte heute Nacht zwischen 3 und 4 Grad. Morgen ist es ordentlich windig, meist leider auch bewölkt. Zwischendrin kann es immer wieder mal regnen. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Galaxy Suki. Oh, Comics, kann ich doch nicht. Ah, ne, das kann ich. Wie heißt die Hauptfigur der Familie Feuerstein? Nicht Bernd Berger, nicht Sven Steiner. Nicht Gary Geröllheimer, sondern Fred Feuerstein natürlich. Welches der folgenden Gerichte kommt aus Österreich? Rösti, Apfelstrudel, Käsefondue oder Raclette? Also Käsefondue und Raclette ist, glaube ich, eher aus der Schweiz. Rösti, glaube ich auch. Apfelstrudel ist definitiv österreichisch. Ja. So, Isalein. Glaube in Religion. Wie hießen Zeus' Brüder in der griechischen Mythologie? Hephaestus und Perseus, Kronos und Apollo, Hades und Poseidon, Herkules und Ares. Zeus, ja, Hades und Poseidon, oder? Weil Zeus ist ja der Obergott und Hades ist der von der Unterwelt und Poseidon der des Meeres. Falls ihr mal richtig faul seid, ja,
denkt euch nichts dabei, weil die alten Griechen, die dachten ja, ihre Götter wohnen auf einem Berg, wo man eigentlich total easy raufklettern kann, also auf dem Olymp, aber es ist keiner mal hoch und hat nachgeguckt. Also faul sein ist völlig okay. Welche Geschwindigkeit kann die Luft beim Niesen eines Menschen annehmen? 80 km/h, 240 km/h, 40 km/h oder 160 km/h? Oh, 160 wäre schon krass. Oder obwohl doch, ich glaube 160. Ja. Das heißt, wenn man 180 fährt und niest, ist man schneller als das Zeug, was rauskommt. Egal. Wie heißt eine psychische Störung, bei der die Betroffenen körperliche Beschwerden erfinden oder sogar selbst hervorrufen? Münchhausen-Syndrom, Stockholm-Münchhausen-Syndrom. Welches alkoholische Getränk zeichnet sich dadurch aus, dass es auf einem Schiff um die Welt segelt? Absinthe, Fernet Branca, Linie Aquavit oder Talamo Dew? Ich glaube, das ist diese Linie Aquavit. Die müsste doch einmal irgendwie über den Äquator oder so. Ich glaube, es muss, oder? Irgend sowas war doch da. Trinke ich aber nicht. Welche Frucht wird bei der Herstellung des französischen Branntweins Calvados verwendet? Pflaume, Apfel, Orange oder Birne? Oh, hoppla. Calvados ist Apfel. So, wir müssen kurz wieder moderieren. Bleibt dabei. Minuten vor sieben, hier ist Energy. Mein Auto hat vorhin gepiepst und gesagt, der Beifahrer ist nicht angeschnallt, aber ich war ja ganz alleine im Auto. Auf dem Beifahrersitz war nur meine Handtasche gestanden. Also ich glaube, da habe ich zu viel drin vielleicht, weil sie offensichtlich ja so viel wiegt wie ein ganzer Mensch. Naja, was soll man machen? Jetzt Kygo und Conrad und Firestone für euch. Das ist kein Witz, ne? Also wirklich. Mein Auto hat gepiepst, Beifahrer nicht angeschnallt, aber meine Handtasche war mein Beifahrer. So. Nochmal wieder leise. Posca nannte man zur Römerzeit ein beliebtes alkoholfreies Getränk. Was wurde dem Wasser beigemischt? Honig, Traubensaft, Zitronensaft oder Essig? Ich tippe jetzt einfach mal auf Essig. Richtig, weil Essig ist ja so gesund und den soll man auch trinken. Und es war früher ein Erfrischungsgetränk, auch wenn es manchen halt echt nicht so gut schmeckt. Ne? Ja, das ist mein Mikrofon. Nehmen wir mal Kunst und Kultur und gucken mal. Wie heißt der Künstler, der mit seiner Frau Jean-Claude Gebäude... Achso. Mit seiner Frau Jean-Claude Gebäude in verschiedene Materialien verpackte oder verhüllte. Christo war das, deswegen nehme ich Christo Javacev. Welcher Musiker steckt hinter dem Lied Bilder im Kopf? Das ist mein Kumpel Sido. Yes. Sylvie, die Ex-Frau von Fußballer Raphael van der Vaart, nahm nach ihrer Scheidung wieder ihren Mädchennamen an. Wie lautet dieser? Hoppla. Soja, Reis, Mais, Kartoffel. Das ist die Sylvie Mais natürlich. Ja. Wow, jetzt müssen wir noch auf Kundolfofer nicht erwarten und dann ist die erste Runde schon wieder fertig gezockt. Nico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 möchte auch. Oh, warte mal, wir haben eine Nachricht von Honey 1204 bekommen. Ich mag deine YouTube-Videos, ich würde gerne mal dabei sein. Herzlich willkommen, du bist dabei. Komm, dann zocken wir gleich mal eine Runde draußen im Grünen. Wie heißt die größte Hunderasse? Irischer Wolfshund, Schäferhund, Neufundländer oder Dobermann? Das ist bestimmt ein Neufundländer, oder? Die sind riesig? Nee. Irischer Wolfshund ist größer und den schauen wir uns jetzt natürlich an. Ui, der ist aber wirklich groß. So groß wie ein Pferd, ne? Fast. 30. Naja. Oh, hoppla, ich bin gleich schon wieder dran. Verdammt, wie viele Beine haben Insekten? 6 oder 8? Insekten? Scheiße, muss ich... 6. Spinnentiere haben 6. Naja, komm, wir machen mal 6. Nee, nur... Ja, doch, 6. Okay, warte mal, wir moderieren schnell. Kommen wir mal zwischendrin noch ganz, ganz schnell eins. Eine Minute haben wir noch. Läuft. Wer oder was ist Supraspinatus? Muskelvirus, Organ oder Krankheit? Supraspinatus. Muskel vielleicht? Welcher Muskel soll denn das sein? Aha, in der Schulter, der obere Anteil der Rotatorenmanschette. Welches Tier gibt es wirklich? Die Dampfschiffente, die U-Boot-Robbe, die Segelschiffqualle oder die Ruderbootkröte? Wahrscheinlich eine Segelschiffqualle? Nee, die Dampfschiffente. Jetzt anschauen. Oh, die sind ja süß. Okay, Dampfschiffenten. Sind nicht ganz Enten, sondern Halbgänse. Also nicht ganz Ente, sondern halb ganz. Was ist ein Ameisenlöwe? Ein Krebs, eine Insektenlarve, ein Stachelschwein oder eine Katze? Ameisenlöwe. Ein Stachelschwein vielleicht? Nee, eine Insektenlarve. Geht. Was entwickelte das von Facebook im März
2014 aufgekaufte Unternehmen Oculus VR, Drohnen zur Paketzustellung, Instant Messengers, Webcams oder Virtual Reality Brillen. Oculus muss ja Brille sein, ne? Welche Farbe verbindet man mit dem französischen Künstler Jacques Majorel? Grün, schwarz, rot oder blau? Blau vielleicht? Ja. Schauen wir mal, was der so Blaues macht. Oh ja, schon blau. Halloween ist ein Fest, bei dem viele Kinder umhergehen und mit saurem drohen, falls es nichts Süßes gibt. An welchem Tag wird Halloween gefeiert? 1. November, 31. Oktober, letzter Samstag im Oktober oder letzter Freitag im Oktober. Es ist immer der 31. Oktober. Und als ich klein war, hieß Halloween noch nicht Halloween, sondern da hieß es noch Reformationstag. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Rund um die Welt mit Isalein. Wie wird die Meerenge zwischen der Südspitze des südamerikanischen Festlands und der Insel Feuerland genannt? Falklandstraße, Magellanstraße, Straße von Gibraltar oder Dardanellen. Warte mal, Südspitze südamerikanisches Festland und Insel Feuerland, die Magellanstraße. Da will ich unbedingt mal hin nach ganz Südamerika und Patagonien und so. Oh, jetzt haben wir doch gerade wieder eine Nachricht bekommen. Oh, Matti 1509, BMW Boy 13, ja. Warte, wir haben eine Nachricht von Conny Planer bekommen. Freut mich, dass ich gegen dich spielen darf. Cool. Ich drehe gerade. Schreibe ich ihr mal, dass sie Bescheid weiß. Ne? Nicht, dass sie sich wundert, wenn sie plötzlich dann auf YouTube ist. Für welche Stadt steht das Kfz-Kennzeichen HRO? Das ist Rostock, die Hansestadt Rostock. Deswegen das H davor. Auf welchem Kontinent liegen die Pyrenäen? Südamerika, Asien, Nordamerika und Europa? In Europa liegen die... Ciao, Edith! Tschüss. Ah, zum Glück haben wir noch ein Lied. Wäre blöd, wenn es jetzt zu Ende wäre, die Musik im Radio. Gut, ein Haudegen fordert mich heraus. Jawohl, aber erstmal ist dieses letzte Spiel gegen die Mimi dran. Kunst und Kultur. Welche Instrumente spielte Vivaldi? Harfe und Fagott, Violine und Cembalo, Viola und Querflöte oder Klavier und Viola? Vielleicht Violine und Cembalo. Nach 7 ist es. Wunderschönen Donnerstagabend. Es war ein ganz schön trüber Tag. Wetter war nicht so pralle, ne? Also, wir haben eine Nachricht vom BMW Boy 13. Oh, jetzt bin ich erst auf Spielen gekommen. Na, dann spielen wir erst und lesen dann. Ich gucke jetzt immer gerne die ARD-Quiz-Show, ne? Da mache ich ja mit. Das Quiz-Duell auf ARD? Ja. Du, das habe ich einmal probiert, aber da hat es nicht funktioniert. Aber ich will nicht unbedingt das Geld gewinnen, deswegen. Ach so. Ich wieder reinquatschen. So. Doch, eigentlich schon stürzt, wenn ihr reinquatscht. Vor allem die Frage läuft, aber ihr könnt helfen. Was sind Polyethylen und Polypropylen? Arten von Motordiesel? Nein. Arten von Motorbenzin? Nein. Arten von Erdöl? Nein. Arten von Kunststoffen, oder? Ja. So. So, in 57 Sekunden sind wir dran. Wie nennt man den auffälligsten Teil des Sternbildes Orion? Die Schuhe des Orion, den Gürtel des Orion, die Kette oder die Hose? Was hat er an? Der Gürtel. Ja. So, jetzt lesen wir die Nachricht. Ich finde deine Videos toll. Kann ich auch mal dabei sein? Bist du gerade? Hallo BMW Boy 13. So. Gleich 6 Minuten vor 8. Einen schönen Donnerstagabend. Wir hören uns morgen wieder 15 bis 20 Uhr. Warte mal. Welcher trockenkalte Nordwestwind entfacht in Südfrankreich regelmäßig Waldbrände? Bora, Scirocco, Blizzard oder Mistral? Trockenkalter Nordwestwind ist Mistral, weil ich glaube, der Scirocco kommt aus Südost. Ja. So, okay. Verdammt. Warte mal, wie machen wir das jetzt? Scheiße. Wir spielen jetzt einfach total schnell. Welcher Sitcom-Charakter wohnt in Chicago? Alan Harper, Roseanne Connor, El Bundy? Ja. Warte, ganz, ganz schnell. Der Arthur ist nämlich gleich dran mit moderieren. Sag mal hallo, Arthur. Sag mal hallo zur Kamera. Hallo. Moment. Wer ist keine der Schwestern in der Serie Charmed? Phoebe, Prue, Pearl, Piper, Pearl wahrscheinlich nicht. Das habe ich irgendwann mal geguckt, das ist schon lange her. Wie heißt die beste Freundin von Carly? Keine Ahnung, Sam. Richtig, sehr schön. Jetzt gucken wir noch schnell die Nachricht von Nico Dingens an. Mach mal wieder Quizduell Let's Play, bitte, die Videos sind geil. Mache ich doch gerade. Aber jetzt müssen wir aufhören, weil der Arthur muss jetzt hier gleich hin. Meine Sendung ist zu Ende und unser Let's Play Quizduell für heute dann auch. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir mal wieder zusammen gezockt haben und wir sehen uns auf YouTube, ne? Ciao.